Mein Name ist Carsten Borgwald, ich gehöre zur SUIT GmbH und ich werde also über das Thema Backfiller gleich erzählen. Und zwar erstmal so ein wenig Grundlegendes über die gesamte Problematik, was überhaupt Sicherung bedeutet. Das heißt also, warum wir das Ganze tun, woher die Daten kommen und in welcher Form wir das Ganze haben. Und zum Schluss, wie wir das Ganze umgesetzt haben, also wie wir versuchten eben diese gesamten Punkte abzudecken und daraus eine einheitliche, zusammenhängende Lösung zu bauen, die eben, naja, ihren Job tut, also sichert. Wir haben also für elektronische Daten die verschiedensten Quellen, die in eigentlich jedem Standort, also sei das privat oder in irgendwelchen Firmen, vorhanden sind. Das sind üblicherweise irgendwelche zentralen File-Server, die grundlegend Dateien zur Verfügung stellen, welche Art auch immer. Dazu kommen dann aber auch die etwas spezielleren Dinge, wie beispielsweise Datenbankserver, die dann eine etwas andere Form von der Ablage haben, also nicht genau so zu betrachten sind wie pure Dateien, sondern ein wenig mehr Zusammenhang dazwischen haben. Als Beispiel oder auch etwas spezieller teilweise der Groupware-Server, welcher auch immer irgendwo im Einsatz sein sollte, der möglicherweise Faxe, E-Mails, Kontakte, Kalender oder irgendwas in dieser Richtung eben speichert. Da kann man sich auch beliebig komplexe Dinge ausmalen. Und das hätten wir natürlich auch gerne behalten, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Genauso gilt es auch für die Archivierung. Falls also die Daten, die nicht mehr in Betrieb sind, also die nicht mehr aktiv bearbeitet werden, irgendwohin ausgelagert werden, irgendwie zur Seite geschafft werden, um den Betriebsdatenplatz zu schaffen, sollten die auch nicht vergessen werden. Auch die sollten irgendwie in der Sicherung auftauchen. Auch die sollten wiederherstellbar sein und sollten irgendwo eben sicher liegen. Und in Extremfällen gibt es sogar Arbeitsplätze, die irgendwelche wichtigen Daten speichern. Um ein kleines Beispiel zu nennen, wäre da der PC von einem unserer Softwareentwickler, der eben größtenteils auf diesem PC arbeitet und eine ganze Menge dort an Daten in irgendwelcher Form liegen hat, die nicht unbedingt zentral gespeichert sind. Das sind beispielsweise dann Entwicklungsstände, die noch nicht auf dem zentralen Versionskontrollsystem liegen. Das sind irgendwelche Testläufe, die er gemacht hat, die vielleicht mal interessant werden könnten, falls jemand die wiederholen möchte. Oder irgendetwas anderes. Also es gibt an jedem Ort in einer Firma eigentlich irgendwelche Daten, die irgendwie interessant werden könnten. Und man überblickt von Anfang an nicht unbedingt, woher das Ganze kommt, aber es gibt es eben. Wir haben auch verschiedenste Arten von Daten, die irgendwo in Betrieb sind. Das sind beispielsweise die Betriebssysteme mit ihrer Konfiguration, mit ihren Treibern, mit ihrem Startverhalten. Auch da kann eine ganze Menge Arbeit reingeflossen sein, bis das Ganze so lief, wie es laufen soll und ist dementsprechend auch sicherungswürdig. Also würde eine ganze Menge Arbeit bedeuten, das Ganze wiederherzustellen, wenn man es verlieren sollte. Wir haben Programmdaten, da seien beispielsweise die Installationen von irgendwelcher Spezialsoftware zu nennen, die möglicherweise besonders schwierig oder besonders zeitaufwendig sind. Auch solche Installationen nachzuvollziehen, falls die mal verschwinden sollten, ist nicht unbedingt wünschenswert. Deswegen würden wir gerne verhindern, dass irgendjemand sich nochmal nach einem Totalausfall dran setzen muss und die gesamte Software nachinstallieren muss. Das wäre viel schöner, wenn die einfach schon da wäre. Dann haben wir die Nutzdaten, die eben der Benutzer irgendwo ablegt. Das sind diese eben genannten Entwicklungsdaten oder Testläufe oder irgendwelche Dinge, die halt ein Mensch einfach mal formuliert, auf Festplatte speichert und dann vergisst oder auch nicht. Falls die verteilt liegen, müssen wir die eben auch von diesen Quellen und in passender Form irgendwie bekommen, irgendwie sichern. Und von der Archivierung sind typischerweise E-Mails zu nennen. Also ist eigentlich so eins der zentralen Themen von Archivierung. Wir haben auch andere Daten da liegen, bloß E-Mails sind eigentlich das schönste Beispiel, weil das einfach eine wahnsinnige Anzahl von Daten ist, die immer nur wächst. Eigentlich nie kleiner wird. Viele winzige Dateien, die irgendwo verteilt in verschiedenen Verzeichnissen dort rumliegen und darauf warten, abgeholt zu werden. Die Verteilung der Daten ist in der gesamten Firma und teilweise eben dadurch ein wenig zentralisiert, dass viele Clients auf irgendwelchen zentralen Servern arbeiten. Dadurch bekommen wir eine sehr ungleiche Verteilung der Daten, also häufig relativ wenig auf den Arbeitsstationen selbst, wenn überhaupt,
und umso mehr an den zentralen Servern. Das ist zum Schluss ein relativ wichtiger Punkt, weil sich die Systeme dadurch im Sicherungsverhalten gewaltig unterscheiden. Und wie so ein Aufbau am besten aussehen kann, das haben wir hier. Optimal ist natürlich, wenn diese vielen Clients, die irgendwo dort in den Firmengebäuden verteilt sind, gar nicht wirklich beachtenswert sind, weil die von den Daten getrennt gehalten werden, also dumm sind. Und sämtliche Arbeitsvorgänge in höheren Schichten sozusagen stattfinden, also sei das auf Terminal-Servern, sei das auf Applikationsservern, auf was auch immer, wo auch immer die Daten gelagert werden können, die zum Schluss ihre und diese Server, die zum Schluss ihre Daten dann wieder auf dedizierten Speichersystemen ablegen, die von überall her im Zugriff sind. Das ist deswegen so charmant, weil wir dann genau wissen, an welchen wenigen Punkten wir anfassen müssen, an welchen wenigen Punkten wir eben diese Daten abfragen müssen. Und genauso ist auch bei der Rücksicherung das Ziel sehr klar, weil von Anfang an nur wenige Dinge in Frage kommen, wo das Ganze wieder hin muss. Leider ist das in der Realität quasi nie zu finden. Also haben wir uns gleich aus dem Kopf geschlagen, nur das hier zu beachten und lieber gleich den Rundumschlag gewagt und alles versucht mitzusichern. Warum machen wir das überhaupt? Im Grunde genommen ist jeder Datenverlust irgendwie Rechtfertigung dafür, auch etwas dagegen zu betreiben. Denn typischerweise sind es halt Hardware-Schäden, die dafür sorgen, dass ein Server ausfällt. Da ist dann der Verlust relativ groß. Will heißen, eine Festplatte, die ausfällt, oder ein Festplattensystem, das ausfällt, kann eben dafür sorgen, dass mittlerweile ganze Farmen oder ganze Clouds, um mal dieses schöne Wort zu nennen, auf einmal weg sind, wenn eben die virtuellen Systeme oder die Systeme ihre Daten so zentral speichern, dass die an einem einzelnen Punkt zu erwischen sind. Genauso gilt aber auch, gibt es für den Datenverlust andere Gründe, wie beispielsweise, dass jemand absichtlich Daten vernichtet, sei das jetzt durch absichtliches Löschen von irgendwelchen Daten oder auch durch absichtliche Zerstörung von Datenspeichern. Oder sei das durch komplette Fremdeinwirkung wie durch Viren, Trojaner, Ähnliches, die ganz ohne Zutun des Benutzers oder nahezu ohne Zutun des Benutzers dafür sorgen, dass irgendwelche Dinge verschwinden, die man eigentlich gerne haben wollte. Aber genauso gibt es auch unabsichtliche Vorgänge und die treten eigentlich am häufigsten auf. Dass irgendjemand eine Datei überschreibt, die er eigentlich doch noch gerne behalten wollte, oder dass irgendjemand aus Versehen mal den falschen Ordner irgendwo hin verschiebt und den nicht wiederfindet, oder irgendwelche Dinge in dieser Richtung, die halt dazu führen, dass einfach irgendetwas weg ist. Das ist der grundlegende Anreiz. Natürlich ist es auch eine Vorschrift, Daten zu sichern. Und nicht zuletzt, weil es möglicherweise den Erhalt eines Unternehmens gefährden kann, wenn genügend Daten verschwinden. Denn wenn beispielsweise ein zentrales Produktivsystem ein paar Tage weg ist, kann das einen gewaltigen Einnahmeverlust bedeuten. Und um eben nicht die Daten aus irgendwelchen Restbeständen, also aus kaputten Festplatten oder Vergleichbarem, restaurieren zu müssen, wollen wir lieber doch dafür sorgen, dass sie richtig von vornherein richtig abgelegt werden, damit sie von dort aus auch wieder zurückgespielt werden können. Die häufigsten Vorkommen, wenn man sich mal so umguckt und die Leute fragt, wie die Sicherungen denn durchgeführt werden, sind irgendwelche Arbeitsplatz-PCs oder irgendwelche Notebooks, an denen Memory-Sticks, externe Festplatten oder irgendwas in dieser Richtung angeschlossen wird, um ein paar Daten händisch mal rüber zu kopieren. Das ist ein ganz interessanter Ansatz und funktioniert auch manchmal ganz gut. Bloß häufig ist es nach dem zweiten oder dritten Mal, wird es vergessen, wird es nicht häufig genug durchgeführt oder sind irgendwelche Wechselmedien nicht mehr da oder die Wechselmedien nicht geprüft oder irgendetwas geht halt schief. Das ist also, so schön es auch klingen mag, es ist keine schöne Lösung, auf Dauer zumindest. Und ist eigentlich auch keine wirkliche Form der Datensicherung. Also das ist ein bisschen sehr wenig. Dann gibt es häufig irgendwelche Aufbauten mit zentralen Bandlaufwerken. Also beispielsweise LTO-Standard-Bandlaufwerke hat jeder eigentlich mal irgendwo gesehen, die an einem zentralen File-Server montiert sind und der seine eigenen Daten dann nächtlich oder wöchentlich oder wie auch immer in einem gewissen Zyklus auf dieses Band rüber kopiert.
ist auch ein relativ interessanter und guter Einfall. Hat nur meistens das Problem, dass eben durch die Verteilung der Daten in der Firma lange nicht alles erwischt wird, sondern nur genau das, was auch auf diesem Server abgelegt wird. Und damit im schlimmsten Fall nicht dieser Server ausfällt, sondern irgendein anderes Gerät und damit plötzlich überhaupt keine Sicherung davon da ist. Genauso gibt es Aufbauten mit zentralen Datenbank oder mit zentralen Archivservern, die dann ganze Bandwechsler, Roboter betreiben oder irgendwelche anderen großen Speicherdinge und schon versuchen, ein paar Daten darauf zu kopieren. Dafür ist dann meistens schon eine interessante Software im Einsatz, eine Backup-Software. Dazu komme ich gleich nochmal. Da gibt es aber auch Schwierigkeiten, was denn die abdeckt und was die denn durchführen kann. Außerdem ist es leider so, dass Tapes in vielen Fällen nicht unbedingt das beste Mittel der Wahl sind, weil in den meisten Größenordnungen von Daten ein Tape entweder zu teuer ist für den Platzbedarf oder die Suchzeit schlicht und ergreifend bei der Wiederherstellung viel zu lange ist, um hinnehmbar zu sein, oder einfach die Tapes so verteilt dann zum Schluss gelagert werden, dass niemand mehr weiß, welches man braucht und die Verwaltung von den Datensätzen relativ kompliziert wird. Da gibt es also schon einige Punkte zu beachten, wenn man versucht, in der Größenordnung Daten zu sichern. Interessant ist auch die Sicherung auf einem zentralen SAN durch beispielsweise Snapshots oder durch irgendwelche anderen Möglichkeiten. Viele sagen auch, wir haben doch ein RAID im SAN, wir brauchen gar kein Backup mehr. Das ist auch sehr interessant. Oder ein RAID im File-Server, warum sollen wir den sichern? Ist besonders schön, wenn dann mal jemand versehentlich eine Datei löscht oder halt der RAID-Controller mal Schwierigkeiten hat. Ja. Und das Schönste natürlich, was man sich vorstellen kann, ist, wenn man die Daten sogar auslagern kann, remote, per Internetleitung oder was auch immer, da die Internetleitungen mittlerweile relativ stark werden, auch vom Upstream her, ohne dabei extrem teuer zu werden, ist das in vielen Fällen sogar durchführbar. Da gehört aber auch ein wenig Gehirnschmalz dazu, damit man eben nicht die Leitung dauerhaft blockiert, dadurch, dass ein paar Daten gesichert werden. Es gibt eine ganze Menge Programme, die versuchen, die Sicherung durchzuführen, zu vereinfachen, zu kontrollieren. Ein paar habe ich mal aufgezeichnet und viele davon habe ich mir auch angeguckt und für wenig durchführbar gehalten. Denn also der einfachste Ansatz über meinetwegen Dump oder TAR oder CPIO, also über die trivialen Systembefehle, ist in vielen Fällen sehr einfach durchführbar und sehr schön zu kontrollieren und sehr einfach für die Systeme, weil auch keine Anforderungen, also keine nennenswerten Abhängigkeiten an Software da sind. Ist aber, umso mehr Systeme ich sichern möchte oder umso komplexer die Systeme vom Aufbau her sind, desto schwieriger ist es, die Skripte zu schreiben, um eben die richtigen Dateien zu erwischen und zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dateien eben auch in das entsprechende Archiv zu stopfen. Ist für einzelne Server oder für wenige Server ist es ein sehr schöner Weg, ist auch sehr stabil und seit Jahren im Einsatz und gut getestet. Bloß wenn man dann über die nächsten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Server nachdenkt oder meinetwegen auch gerne in größeren Größenordnungen, ist es irgendwann sehr schwer zu warten und nicht wirklich übersichtlich. Viele andere Programme, möchte ich nicht weiter genauer darauf eingehen, haben ähnliche Ansätze wie Backfiller, sind häufig sehr nett zu benutzen, haben dann ganz andere Probleme oder kosten schlicht und ergreifend viel mehr Geld. Wir möchten gerne unsere Daten sichern, indem wir sie aus der Firma rausbringen. Denn ein Hardwareausfall kann auch dadurch bedingt sein, dass ein Feuer ausgebrochen ist, dass also meinetwegen der ganze Serverraum abgebrannt ist oder sämtliche Dinge, die irgendwie relevant sind, seien es Büros, die wichtige PCs enthielten oder was auch immer. Und dadurch ist das Firmengebäude kein guter Lagerort für ein Backup. Deswegen haben wir da 3 Mitarbeiter, die regelmäßig einmal pro Woche oder alle 2 Wochen, je nachdem wie viele Daten gerade aufgekommen sind oder wer sich darum kümmert, einen Datenträger mit nach Hause nehmen, also aus der Firma rausnehmen. Und dieser Datenträger enthält wenigstens einen kompletten Satz Daten, also ein komplettes Backup der gesamten Firma. Damit das Ganze durchführbar ist, brauchen wir relativ große Festplatten, aber die sind mittlerweile so billig geworden, dass es eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Genauso haben wir auch einen Kunden, der ein Backup täglich aus diesem Sicherungsserver rausnimmt, ein Full Backup, und das in einem Schließfach einer Bank lagert. Auch ein
ganz praktischer Lagerort, weil gleichzeitig die Zugangskontrolle zu den Datenträgern durch die Bank geregelt wird. Und durch die Verteilung der Schlüssel in der Firma, ich glaube, es gibt insgesamt zwei, ist halt relativ sichergestellt, dass die Daten nicht von irgendwelchen komplett unbefugten Leuten mitgenommen oder gelesen werden. Falls das von der Bandbreite her hinhaut, wie vorhin angedeutet, ist es auch sehr schön, die Daten komplett aus der Firma per Internetleitung zu exportieren, ist aber je nach Datenaufkommen nicht für alle Backups realistisch, denn so eine Sicherung von wenigen Terabytes mal eben hochzuladen, ist doch meistens etwas zeitaufwendiger als die anderen Lösungsmöglichkeiten, die es dafür gibt. Und natürlich die Lagerung von Daten in lokalen Safes, also sei das in einem anderen Gebäude, einer anderen Brandschutzzone oder sowas in dieser Richtung, ist auch ein sehr schöner Ansatz für Sicherung. Aber alle diese Lösungen oder fast alle diese Lösungen setzen voraus, dass wir erstmal eine Sicherung extrahieren aus dem Datensicherungsserver, aus der zentralen Datensicherung und auf ein externes Medium übertragen, um das eben transportieren zu können. Damit die Sicherung überhaupt Erfolg hat, damit wir überhaupt einen Nutzen daraus ziehen, dass wir einen Datenträger haben, dass wir überhaupt die Daten irgendwo anders haben, brauchen wir auf jeden Fall einen Plan, was zu tun ist, wenn irgendwas schief geht. Wir müssen also dokumentieren, wie ist die Sicherung angefertigt und wie führe ich eine Rücksicherung durch, also wie bekomme ich meine Daten überhaupt wieder. Denn was hilft die beste Datensicherung, wo alle Daten enthalten sind, wenn niemand weiß, was er damit anfangen soll? Wir hatten so einen Fall früher mal mit einer interessanten Skriptsammlung, wo dann die Parameter für die Wiederherstellung nicht dokumentiert waren und aufgrund der unterschiedlichen Block-Size dann die entsprechenden Befehle interessante Fehlermeldungen ausspuckten. Dadurch dauerte das Ganze dann einen halben Tag, um die Daten wiederzubekommen, was eigentlich nur eine halbe Stunde hätte sein sollen. Also unbedingt wichtig, es muss dokumentiert werden, wie komme ich an die Daten ran. Und am besten das Ganze so abzulegen, dass wenn es mal zeitkritisch wird, dass es auch jeder wiederfindet. Unser Aufbau von der Datensicherung mit dem zentralen Datensicherungsserver ist ungefähr dieser hier. Das heißt, wir haben an zentraler Stelle im Netzwerk einen Datensicherungsserver, der verschiedene externe Medien ansteuern kann, sei das eine CD oder DVD, die er brennen kann. Haben wir momentan nicht im Einsatz, aber wäre denkbar. Möglicherweise Tape-Laufwerke eingebaut, eins, mehrere. Ein Kunde hat eine relativ große Datensammlung, die er sichern möchte regelmäßig, der benutzt eine Tape-Library. Oder der übliche Fall sind Wechselfestplatten in Größenordnung von 500 GB bis 3 TB ist das momentan im Einsatz bei uns, je nachdem, was eben an täglichem Datenaufkommen da ist oder was davon mitgenommen werden soll. Es kann ja auch sein, dass nicht alle Daten wirklich die Firma verlassen sollen, weil manche davon nur der Bequemlichkeit halber gesichert werden, aber in Wirklichkeit für die Wiederherstellung nicht wirklich relevant sind. Wir machen eine regelmäßige Komplettsicherung über das Netzwerk, das heißt typischerweise einmal im Monat. Bei manchen Systemen, wo das dann etwas deutlich aufwendiger ist, einmal im Jahr machen wir eine Komplettsicherung von sämtlichen angeschlossenen Systemen auf die interne Festplatte des Sicherungsservers. Das Ganze wird dann danach, nachdem es auf dem internen Datenträger angekommen ist, exportiert als Vollsicherung auf die Datenträger. Und schicken dann für jeden Vorgang, der durchgeführt wurde, auch eine E-Mail raus. Optional eine E-Mail für mehrere Vorgänge, damit das Postfach nicht überflutet wird. Denn bei 50 Jobs sind 50 E-Mails doch irgendwann ein bisschen übertrieben viel. Und wir übertragen, wenn möglich, die Sicherung per VPN über Netzwerk, damit erstens die Konfiguration etwas einfacher ist und wir dann nicht mit externen Adressen rumspielen müssen und zweitens, damit eben eine weitere Sicherheitsschicht dazwischen läuft. Das ist beispielsweise dafür im Einsatz, dass unsere Webserver gesichert werden, denn der Speicherplatz in der Firma ist deutlich günstiger als beim Hoster. Deswegen übertragen wir einfach sämtliche Daten zu uns, sichern die dort, extrahieren die auf externe Datenträger und verwalten die genauso wie alle anderen Rechner. Und damit das Ganze nicht unsere Leitung sprengt, sei das die internen Netzwerkleitungen, die Switches oder die Internetleitung, halten wir uns an das Standardprinzip nach Vollsicherung, inkrementellen und differenziellen. Das heißt typischerweise einmal im Monat eben diese Vollsicherung. Einmal
jede Woche, jede andere Woche, am Wochenende eine differenzielle Sicherung, die dann die Unterschiede seit dem letzten Full-Backup enthält, dementsprechend nicht sonderlich groß ist, aber deutlich größer eben als das tägliche Incremental-Backup, was dann hier ganz klein angedeutet ist. Im Endeffekt bedeutet das, dass wir durch das Full-Backup ein Datenaufkommen von eben 100% der Betriebsdaten haben. Sagen wir einfach mal, das sind 50 Terabyte. Durch das differenzielle Backup dann nur noch ein Bruchteil davon, der dann typischerweise so 10%, 15% von der Gesamtdatenmenge sein könnte, je nachdem, wie die Firma mit den Daten umgeht, je nachdem, was da passiert ist. Und den inkrementellen Backups, die eigentlich vernachlässigbar sind. Und der Zeitaufwand, die Sicherung durchzuführen, ist auch genauso abhängig eher von der Datenmenge, die übertragen wird, als von allem anderen. Dementsprechend sind die inkrementellen Backups üblicherweise innerhalb von kürzester Zeit fertig und können auch im laufenden Betrieb gestartet werden. Die differenziellen Backups sind ein wenig aufwendiger. Die Full-Backups brauchen dann doch schon eher eine ganze Nacht oder sogar teilweise mehrere Tage. Wie angedeutet, dieses System, das jetzt momentan einmal im Jahr gesichert wird, das braucht ungefähr 3 Tage, um die gesamten Daten zu sichern. Ich habe gerade die Größenordnung nicht mehr im Kopf, was da übertragen wird, aber das war einfach viel zu viel für einen Server. Und weil das für jedes Wochenende einfach zu lange war, wenn die Leute am Montag ein wenig Verzögerung hatten, um auf den Server zuzugreifen und das ganze Netzwerk noch ziemlich belastet war, haben wir das eben umgestellt und speichern schlicht und ergreifend nur noch einen Full-Backup pro Jahr. Für die Sicherung über VPN betreiben wir auch einen zentralen Datensicherungsserver an einer Stelle, zu dem alle Sicherungen zum Schluss übertragen werden. Aber pro Standort, an dem gesichert werden soll, nach Möglichkeit auch noch einen zusätzlichen Sicherungsserver, wenn das mehr als ein paar Megabyte sind, die da übertragen werden, damit eben die Sicherungen zwar zentral gesteuert werden, aber vor Ort in dieser Außenstelle durchgeführt werden, also die Daten werden ferngesteuert an ein lokal liegendes System übertragen und erst zeitversetzt und mit nicht voller Bandbreite, also mit stark eingeschränkter Bandbreite, werden die Sicherungen dann an die Zentrale übertragen. Die Wiederherstellung läuft dann auf dem gleichen Wege. Nach Möglichkeit werden die Daten von der lokal vorliegenden Sicherung benutzt. Erst im Extremfall, wenn dort keine mehr ist, werden die von der Zentrale wieder zurückkopiert. Das ist leider mit Verzögerung verbunden. Ja, ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, das zweistufige Sicherungskonzept. Wir sichern erst auf die interne Festplatte des Datensicherungsservers. Das ist ein ganz normaler Standard-Job im Bacula dadurch, der einen beliebigen Client, sei das also betriebssystemunabhängig, einen beliebigen Client sichert und die Daten lokal speichert. Und zeitversetzt, typischerweise fängt das morgens um 3, morgens um 4 an und läuft dann bis ungefähr mittags, extrahieren wir aus diesen Sicherungen eine Vollsicherung. Das heißt, wir fügen die vorhergehende Vollsicherung, das jüngste Differential und alle nachfolgenden Incrementals zu einer Sicherung zusammen und übertragen das als einen Block pro Server auf das externe Medium. Dadurch haben wir also einen Komplettstand immer auf einem Medium, wenn es denn passt. Das Bacula hat eine sehr interessante Art von Aufbewahrungszeiten. Die können an verschiedensten Stellen konfiguriert werden und auch verschiedene Typen von Aufbewahrungszeiten. Und wir haben uns dafür entschieden, dass jedes System einen einzelnen Sicherungspool bekommt, der eine eigene Aufbewahrungszeit zugewiesen bekommt. Und möglicherweise manche Systeme, die verschiedene spezielle Datenbanken enthalten, sogar mehrere Pools zugewiesen bekommen, damit eben die Vollsicherungen genauso lange aufbewahrt werden, bis die folgende oder übernächste Vollsicherung durchgeführt wurde. Und die Datenbankserver, die nur vollgesichert werden können, die eben nur ein paar Tage Aufbewahrungszeit auf den internen Datenträgern haben. Auf den externen ist das Ganze wieder ein anderes Thema. Das ist beliebig einstellbar, je nach Wechselzyklen, die in der Firma durchgeführt werden. Wir haben eine sehr einfache Wiederherstellung, dadurch, dass wir die Bacula-Oberfläche benutzen können. Dort, da zeige ich gleich ein paar Screenshots, haben wir eben eine komplette Übersicht über alle vorhandenen Daten in der Sicherung und die verschiedenen Stände. Und wir haben durch diese Vorhaltung der Sicherung auf der internen Festplatte des Datensicherungsservers einen extrem schnellen Zugriff darauf. Wir haben keine Suchzeit nach einem Medium, also brauchen das Band nicht irgendwo rauszufischen beziehungsweise in der Tape Library hin und her schieben zu lassen. Und wir haben keine Spulzeiten, weil das eben auf einer Festplatte liegt. Und 9 Millisekunden auf eine Datei zu warten, ist dann wirklich nicht sonderlich übertrieben.
Die Sicherung dauert natürlich ein bisschen länger als ein paar Millisekunden, die Rücksicherung, aber im Endeffekt ist es immer noch viel schneller, als wenn das von einem Tape oder von einem externen, anderweitigen Medium kommen würde. So sieht die Oberfläche ungefähr aus, wenn man mal so einen Screenshot in die Medienverwaltung macht. Dort können wir die Medien also dynamisch benennen, je nach Server, der sie angelegt hat, je nach Datum, wann die Sicherung durchgeführt wurde, je nach Sicherungslevel. Das ist frei konfigurierbar. Und dieses ist unser Standard-Layout, wo also im Dateinamen des virtuellen Tapes, das Specula immer noch verwendet, diese Informationen, Datum, Quellserver, Job-Level und Job-ID enthalten sind. Dadurch ist es sehr einfach, auch ohne Oberfläche, ohne irgendwelche Hilfsmittel herauszufinden, welche Sicherung denn von wann beziehungsweise welche Sicherung von welchem Server welche Daten enthalten könnte. Wenn ich das Datum weiß, weiß ich, welches Medium ich brauche. Ein winziger Überblick einfach mal über ein paar Clients. Es interessiert den Backlash-Server im Endeffekt nicht, welches Betriebssystem dort hinterläuft. Er verhält sich logischerweise ein wenig anders, aber von der Konfiguration her ist das Ganze nahezu gleich. Die Pfadangabe von Windows-Systemen und Linux-Systemen unterscheidet sich natürlich, aber die Herangehensweise an eine Sicherung ist immer die gleiche. Es ist vollständig uninteressant, was darunter liegt. Das Dateisystem ist genauso uninteressant, es muss nur der Client, also der gesicherte Rechner, muss seine eigenen Daten wiederfinden können, damit der Backler darauf zugreifen kann. Das ist die Übersicht über die gelaufenen Jobs, über die Historie sozusagen. Hübsch eingefärbt, je nach Status des Jobs. Ich habe hier bei diesem Screenshot leider nur erfolgreiche Backups erwischt. Eigentlich hätte ich noch ein fehlgeschlagenes mal reinlegen können. Zusätzlich zu dieser Ansicht kommen natürlich ein paar E-Mails auch rein, je nach Konfiguration entweder eine pro Job, was das Standardverhalten ist, oder aggregiert mehrere E-Mails in einem Job, was relativ einfach umsetzbar ist. Aber an dieser Stelle hat man das Ganze eben mit eigenen selbstdefinierten Kriterien nochmal ausgewertet, wie man es denn gerne sehen möchte und sortiert nach was auch immer man gerne haben möchte. Und dies hier ist mal ein Beispiel der Ansicht für eine Wiederherstellung. Das ist jetzt von einem Backula 5.0 aufgenommen, dieser Screenshot. Die Ansicht sieht ein wenig anders aus für die aktuelle Version Backula 5.2 irgendwas. Ist aber sehr stark vergleichbar, denn ich habe eine Auswahl von Jobs auf der linken Seite, die ich auswählen kann, aus denen ich die Dateien überhaupt beziehen möchte. Ich habe einen Dateibaum, zweiter von links, der eben in dieser Sicherung enthalten ist. Pro Verzeichnis, das ich auswähle, eine Liste von Dateien, das wäre dann die dritte Spalte. Und pro Datei in der vierten Spalte ganz rechts verschiedene Versionen mit Angabe, von welchem Tag sie sind und in welchem Backup sie enthalten sind. Dort kann ich mir also einfach schnell zusammenklicken, welche Dateien ich wiederherstellen möchte, um die Rücksicherung genau so zu starten, wie sie denn auch laufen soll. Und alles andere würde ich gerne entweder durch Fragen oder durch persönliche Gespräche unten klären. Denn wir können uns jetzt beliebig speziell in diese Materie vertiefen und auch stundenlang darüber unterhalten. Also hoffe ich, dass Sie ein paar Anhaltspunkte für mich haben, was Sie denn genau hören möchten. Ich glaube, ich muss hier mal dieses Mikro. Haben Sie irgendwelche Erfahrungen mit Sensoren? Also ich gehe jetzt von aus und wie sieht es da aus mit der Sicherung der virtuellen Maschinen? Kann das Backula denn noch mit reingreifen oder sichert es nur die virtuellen Platten weg oder wie läuft es da? Da gibt es gleich mehrere Ansätze, um das Ganze durchzuführen. Der eine ist, jede virtuelle Maschine wie eine physikalische zu betrachten und einen ganz normalen Backula-Client drauf zu installieren. Dadurch hätte ich eben das Backup, als wäre es eine physikalische Maschine und kann damit verfahren, wie ich genau möchte. Die zweite Möglichkeit ist, über die DOM0 die virtuellen Festplatten über das VHD-Util zu dumpen, also entweder zusammenzufassen oder die Abhängigkeiten rauszufinden und dann Low-Level vom Server abzuziehen. Dieser Weg ist nicht unbedingt so sonderlich schön, weil Backula normalerweise Low-Level-Sicherung immer nur Full durchführt, also nicht die Unterschiede zu vorhergehenden. Da gibt es einen Workaround über ein Fuse-Dateisystem mit entsprechenden Performance-Einbußen, das eine beliebige große Datei in mehrere kleine Chunks zerlegt und die dann einzeln benennt. Das habe ich noch nicht getestet. Und es gibt noch einen Ansatz, den ich bisher nur gelesen habe, leider noch nicht testen konnte.
der wird auf Bachelor.org beschrieben, im Wiki irgendwo. Da gibt es einen Skriptsatz, der eine virtuelle Maschine exportiert oder der sich auch die Liste der virtuellen Maschinen holt und dann automatisch über die DOM0 alle Maschinen sichert. Ja, also das reicht mir soweit, hört sich interessant an, somit, ist also, dass ich es ausprobieren kann und dass es lohnt, das auch mal auszuprobieren. Definitiv. Ja. Ich hätte eine Frage, falls irgendwie mal eine externe Platte wegkommt, also gibt es da irgendwelche Verschlüsselungsmöglichkeiten bei den Backups, um das abzusichern? Wir können grundlegend mit den Medien genau alles anstellen, was ein Linux anstellen kann. Voraussetzung ist mit der aktuellen Implementierung, dass sie durch AutoFS mountbar sind. Das heißt, auf dem Sicherungsserver muss das Passwort vorhanden sein. Alternativ können wir die Sicherung auf den Clients bereits verschlüsseln. Das heißt, es wandern nur verschlüsselte Daten über die Leitung zum Backkiller-Server und liegen auch dort immer noch verschlüsselt und werden nicht ausgewertet. Das heißt aber, sie sind auch nur auf dem Client wieder lesbar. Ich muss also den Schlüssel vom Client auf anderem Wege sichern. Die beiden Möglichkeiten sind da. Noch jemand? Wie geht denn Backkiller mit offenen Dateien um? Also Dateien, die während der Sicherung offen sind und womöglich bearbeitet werden? Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Unter Linux-Systemen ist es häufig relativ üblich, das einfach zu ignorieren, diesen Sachverhalt, dass Dateien sich ändern könnten und schlicht und ergreifend die Daten so zu sichern, wie sie denn kommen. Bei Logdateien heißt das, dass sie bis zu dem Zeitpunkt gesichert werden, wo dann die Sicherung über diese Datei hinweg springt. Bei komplizierteren Daten, die also einen Status offen enthalten, kann das bedeuten, dass die Dateien nicht sonderlich gut rücksicherbar sind. Dafür gibt es unter Unix- oder Linux-Systemen die Möglichkeit, mit LVM-Snapshots zu arbeiten. Backkiller unterstützt verschiedene Kommandos, die vor oder nach der Sicherung auf Client oder Server ausgeführt werden können und dementsprechend eben LVM-Snapshots anlegen oder zerstören können oder Dienste stoppen und starten, je nachdem, wie das denn laufen soll. Beispielsweise haben wir einen Webserver, der gestoppt wird während der Sicherung. Das war Wunsch des jeweiligen Entwicklers. Und unter Windows-Systemen wird automatisch ohne weitere Konfiguration versucht, VSS zu benutzen, um eben Daten zu sichern, die auch offen sind. Das funktioniert nicht in jedem Fall so absolut perfekt. Da gibt es dann aber eben verschiedene Workarounds, wie beispielsweise auch wieder Services zu stoppen und zu starten über Skripte oder eben die Dateien anderweitig in einen sinnvollen Status zu übertragen. Aber normalerweise für Betriebsdaten, so Dokumente und Texte und sowas in die Richtung, reicht entweder VSS vollständig aus, um die Dateien zu bekommen, beziehungsweise unter Unix-System reicht es meistens aus, zu ignorieren, dass die Dateien offen sein könnten, weil sie trotzdem gelesen werden können. Nochmal zu den offenen Dateien. Ja. Ja, bei den offenen Dateien, da fallen mir hauptsächlich Datenbanken ein, unter anderem MySQL-Datenbanken. Damit können wir ja vielleicht anfangen. Habe ich die Möglichkeit, dann direkt irgendwie ohne Probleme den Stand der Datenbank von 14 Uhr wiederherzustellen, wenn ich jetzt stündliche Backups mache? Oder müsste ich die Skripts dafür dann selber schreiben? Also bei Datenbanksicherungen ist es meistens am einfachsten, wenn die Datenbank nicht übertrieben groß ist, einen kompletten Dump zu sichern. Dafür bringt Backkiller ein Plugin mit, das nennt sich BPipe, das also ein Kommando auf dem Client-System ausführt und den Datenstrom, den das Kommando generiert, als Datei sichert. Das wäre dann also MySQL-Dump in einem BPipe-Aufruf, würde die komplette Datenbank dumpen, über Netzwerk auf den Sicherungsserver übertragen und dort in das Medium schreiben. Und bei der Rücksicherung kann ich eben die genaue Uhrzeit wählen, zu der ich zurücksichern möchte, solange von der Uhrzeit ein Backup vorhanden ist. Wenn ich also stündlich Backups anlege, kann ich sagen, ich möchte genau 14 Uhr wieder haben. Ja, das sieht so aus, als wären wir durch. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.